Hallo und willkommen zu einem Ersteindruck zu dem Spiel The Wolf Among Us. Wer The Walking Dead kennt, dem sollte das ungefähr ein Begriff sein, wie dieses Spiel läuft. Das läuft nämlich genauso, ist auch von der gleichen Firma, erzählt aber eine ganz andere Geschichte. The Walking Dead war für mich nach der ersten Episode irgendwie nicht mehr interessant. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht lag es an den Zombies, was interessant ist, da mir Dying Light mit Zombies ganz gut gefällt. Aber ich habe mich mit den Charakteren irgendwie nicht wirklich anfreunden können. Ich habe von Wolf Among Us ein, zwei Videos gesehen und von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir das schon sehr gut. Wir werden uns das jetzt genauer anschauen. Und zwar mit Episode 1. Nicht die ganze Episode, nur so ein kurzes Video. In dem Spiel geht es um Märchen, beziehungsweise Märchencharaktere, die vor hunderten Jahren aus ihren Heimatländern geworfen worden sind und heute in New York City untergetaucht sind oder seitdem in New York City untergetaucht sind und mit der Hilfe von Magie sich verdecken und wie Menschen ausschauen. Klingt verrückt, ist nach einem Comic gemacht, also die Grundlage zum Spiel ist ein Comic, den ich nicht kenne, aber das, was ich bis jetzt, wie gesagt, gesehen habe, gefällt mir sehr gut. Es läuft ab wie Walking Dead, das heißt, man muss Sachen erkunden und Entscheidungen treffen, die den weiteren Verlauf der Story beeinflussen. Und wir fangen an mit Episode 1. Today again, if you missed it, a record for the date. Hottest ever in June. 103 now, and that humidity looks low, but remember, the hotter the air is, the more moisture it can hold. So 103 with 31% humidity is a lot more humid than, say, 73 with 31% humidity. And it is muggy out there. Tenement Building, South Bronx, sometime after midnight. 250 Barreto Street, okay. Mr. Toad? Oh, shit. Bigby! Listen, mate, I know I don't look human. It's a problem, I get it. I just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Cross my arm. I'm looking at a 3-foot toad in a sweater. That's a problem. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. Böse. You can't send me up to live with those animals. Ich hätte freundlich auch entscheiden können, aber ich bin ein Sheriff. You know what I mean? Go große böse Wolf. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? Nein, weiß ich nicht. I don't make the rules. Sorry. I can't give you a free pass on this, Toad. My hands are tied. Right, right. There's too much at stake. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Fucking hell! Cool. See? This is what I told you about, Sheriff. You're just gonna stand there? No, do something, Bigby.
before he completely tears up the place. So, what am I walking into exactly? A woodsman's on another bender. He's been going on like that for hours. Turn this place to dust if you let him. He's in a fucking rage. This is the last straw, Big B. He has to go. Der Keller muss stark sein. So what set him off? Who knows why it was this time? Man's got a hair trigger. I avoid him as much as possible. Das kann ich verstehen. When did he start drinking? Not sure he ever stopped. Fuck you! I didn't know anyone else was up there. Es klang wie eine Frau. Vielleicht müssen wir sie retten von dem großen bösen Woodsman. Der Woodsman übrigens. Dad, so cool. The lights are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Mit Big Bad Wolf meint er mich. Then get the fuck back inside. Ich bin nämlich der große böse Wolf aus Rotkäppchen. Der Woodsman ist der Kerl, der am Ende von Rotkäppchen in Wolf abschlachtet oder umbringt. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Story ausgegangen ist. Es ist lang her, dass ich die Story von Rotkäppchen gehört habe. Okay, also man kann da herumgehen jetzt und mit der Maus über Objekte fahren, zum Beispiel da über Streichhölzer. In dem Fall kann man sie nur aufheben. Im Kreis gibt es immer vier Möglichkeiten oder bis zu vier Möglichkeiten. Und wir haben Streichhölzer. So, da kann man Hörer wieder einhängen. So. Ah, bei der Tür haben wir die Möglichkeit, dass wir die Tür eintreten. Oder anklopfen. Ich würde sagen, wir treten ein, so wie der gerade auszuckt. Bang. God damn you! Whoa, hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid I'll fucking kill you! All right, everyone... Ow! So ein Arschloch. What are you gonna fucking do, huh? Get the fuck out of the way before you get the axe again. You're drunk, all right? Think this through. If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Irgendwas sagt mir, der Kerl wird nicht aufhören. You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. Und last time meint er die Story von Rotkäppchen. Au. Gotta calm down. Flasche, Flasche. Au. Das ist dein Wurscht, gell? Wenn dort was Rotes kann man hinklicken, was er machen soll. Und man muss ausweichen. Au. So. Waschbecken. Oh oh, das war blöd, Alter. Immer mitten in die Fresse rein. Ja, sagen wir, ist der ein Zerstörer, oder wie? Au. Wow. Er hat eine Axt. Gerade noch. Okay, ich glaube, der hackt in den Kopf ab. Das wäre nicht so toll gewesen. You should probably get out of here. Look, I'm not leaving until I get what's mine. You're not getting shit, bitch. Schimpf die Frau nicht. Fucking put you in the ground. Say that word one more time. What? Bitch? What did Ow. I say? Fucking fuck, das muss ich oh, fucking shit. You broke my jaw, you bastard. Gut. And still you talk. Genau, und redet du immer noch. You. Das ist so cool. What happened? What the hell is going on?
What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came from, girlie. Knock it off! Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. Are you alright? I'm hunky-dory. Thanks for asking. What's your name? Whatever you'd like it to be, handsome. Ooh. Don't make this more difficult than it has to be. Sorry, Sheriff. Wouldn't want to add any difficulty to your night. Why was he hitting you? He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. Thought about cover it, hon? I'm the woodsman, you whore. I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open and filled his belly full of stones and threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch! Would you excuse me for a moment? By all means. Come on! Whoa! Wow! Wow und au. Passt beides. Da ist ein Loch in der Wand. Ah, shit. Ist der tot? Ah, tot. Der darf nicht auf der Straße sein. My car. Yeah. Oh, sorry. Give me a second. Oh no, by all means. Take your time. Make yourself comfortable. So, how good is your insurance? I can't be mad at you. I called you, and you come to help. Genau, ja. I can't be mad. But even when you help, things end up more fucked than they started. Das nächste Mal komme ich einfach nicht. Schon sehen, was passiert. Well, at least you're not fucking dead. Ja. Den kann nichts aufhalten, oder? Kommt, der will, dass mein Wolf rauskommt. Ich bin immerhin der große böse Wolf. Der ganze Tisch vibriert, weil ich so auf die Tastatur haue. Was ist jetzt? Oh! Okay. Danke, und er ist tot. Hoffe ich jedenfalls. So eine Märchenfigur, wer weiß, was die alles aushalten. Ich höre was. Ja. Das gibt's so nicht. Danke. Thanks. Don't mention it. I'm just getting what he owes me. You all right back there? I mean, your eyes and the teeth. Lost cat, Pixel. You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. Geld hat auch keins eingesteckt. The guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. It's more from me. He'll be fine. Der lebt immer noch. Anscheinend ist er wirklich nicht zum Umbringen. Au! Ledger, Stopper. Ja, lass mal. Er hat sie geschlagen. Er hat sich anders verdient. I guess it's a good thing fables are hard to kill. Man schlagt keine Frauen. So einfach ist das. Yum. Lass mich raten, ich kann eh Feuer geben. Ja, das sind diese billigen Big-Feuerzeuge. Was erwartest du auch? Ich hab sicher Zip, oder? Light your cigarette. Und? Und? Ja, Zippo. Thanks. Qualität? Was willst du sagen? Who do you work for, really? This video has been sponsored by Zippo.
Nein, ist nicht. These lips are sealed. Sorry. These lips are sealed. Okay. Keine Frau, große Worte. Das hey, sieht wie herzig. You like my ribbon? Yep. Beautiful. Thank you. Sie ist knallhart, aber auch irgendwie verletzlich. Ich mag das. Das ist sehr sympathisch. Mein Charakter ist auch verdammt cool, finde ich. We all sort of knew each other at one point or another. But things change, I guess. I guess. Ah, Woodsman ist einfach weg. Wie kann man den bitte umbringen? Totally. Das ist das Kennzeichen vom Auto. Toad. Totally. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. Er hat dich geschlagen. He hit you. He needs to pay for that. Genau, ja. He's got nothing to give, Sheriff, I checked. Besides, I just swung an axe into the guy's head. I'd say we're even. Maybe I should be arresting you. I'm not gonna be doing this for much longer. So, now's your chance. Oh. Schon im Moment ist vorbei. How much was it he owed you? Lass mich raten, ich kann dir Geld geben. I'm guessing it'd be bad. Ich kann dir helfen. Hey, also noch mehr helfen eigentlich. I'll be fine. Give you some money. Let's see, I've got it's 20, 40, 7, 8, 58. That's all I got. 58. $58 von 100. Take it. Naja. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. Nimm das Geld. Take the money. Okay? Sicher. You got me out of a bad situation back there. Thanks. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office, then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where I am? You live in the smallest apartment in the Woodlands. Everyone knows that. Good to know. You should get cleaned up. You look like shit. Danke. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. I clean up okay. I'll believe it when I see it. Cooler grüne Augen. Hey. I need to tell you something. What is it? You're not as bad as everyone says you are. I'll see you around, Wolf. Ich frage mich gerade, in welcher Zeit das spielt. Also 50er, 60er. Hm. Ja, Neon. Schilder im Hintergrund, schwer zu sagen. Die Autos, so 70er, 80er vielleicht. Wahrscheinlich ist es irgendwo gestanden und ich habe es nicht gesehen. Ich würde mich nicht wundern. Okay, mein Charakter ist sau cool. Intro. Ja, bis jetzt kann ich sagen, The Wolf Among Us gefällt mir bis jetzt sehr gut. Die Charaktere finde ich jetzt schon um einiges interessanter, wie die Charaktere, die ich in der ersten Episode von Walking Dead gesehen habe. Mir sagt dieses Universum einfach mehr zu als dieses typische Zombie-Apokalypse-Ding. Wie gesagt, es ist komisch, weil mir Dying Light mit Zombies gut gefällt, aber bei Walking Dead ist irgendwie der Funke nicht übergesprungen. Hier? Absolut. Episode 1. Faith. Ah, das war praktisch die ganze Intro-Szene zur ersten Episode. Sehr cool. The Woodland Luxury Apartments, Fabletown. Zeit late. Uhrzeit. Ah, okay. So, jetzt bin ich wieder in Kontrolle. Gut, ich werde dieses Video hier auch einmal beenden. Falls ich eine Serie aus diesem Spiel machen soll, bitte in die Kommentare schreiben.
Ich werde es auf jeden Fall selber weiterspielen, ob ich jetzt aufnehme oder nicht, müsste ich mir praktisch sagen. Also wenn ihr mehr sehen wollt, bitte in die Kommentare schreiben, sich bei mir irgendwie melden. Mir gefällt das Spiel bis jetzt, muss ich sagen, wirklich sehr gut. Die Charaktere sind sehr sympathisch. Das ganze Steuerungssystem gefällt mir auch ganz gut. Ja, das war ein Ersteindruck-Video sozusagen zu The Wolf Among Us. Mein Name ist Oliver, ihr seid auf dem Channel Vienna Gamer. Und ja, bitte das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Kommentare allgemein auch in die Kommentarebox. Und wir sehen uns im nächsten Video.